Ab geht es, volle Klickpower! Wir müssen heute mal zusammen so viel klicken, wie es nur möglich ist. Wir klicken also heute den ganzen Tag auf diesen Knopf hier unten. Und umso mehr wir klicken, umso stärker werden wir, um am Ende der klickigste Spieler der Welt zu werden. Gibt's das Wort überhaupt? Naja. Wir werden es auf jeden Fall probieren, so viel wie möglich hier auf diesen Knopf heute zu klicken. Und mal schauen, was am Ende dann passieren wird. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gebt dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir spielen heute mal zusammen den Clicker Simulator hier in Roblox. Und bei diesem Spiel mussten wir, ja, klicken, wie der Name schon sagt. Ihr seht es, wir haben unten einen Knopf und hier können wir die ganze Zeit so drauf drücken. Und dadurch haben wir auf jeden Fall jetzt schon 521 mal drauf geklickt. Und warte mal, was ist das hier? Fast Auto Clicker. Für 400 Robux können wir uns das Ganze kaufen. Warte mal, und dann klicken wir die ganze Zeit automatisch oder wie? Und zack. Ich habe es aktiviert und yo, guckt euch das Ganze an. Holy, unsere Klicke werden die ganze Zeit erhöht. Und natürlich kann ich währenddessen auch die ganze Zeit auf die Knöpfe drücken. Let's go, let's go. Und okidoki, mal schauen, was es hier alles gibt. Hier gibt es auf jeden Fall verschiedene Portale in diesem Simulator. Alles klar, und wir sind gerade noch in der allerersten Welt. Und hier ist auf jeden Fall noch der ganze Zutritt und so verboten. Und yo, hier gibt es sogar Haustiere für 250 oder oh, für 2500, würde ich sagen, vollkommen. Wir gönnen uns mal ein Haustier. Waffe bekommen und yo, ein Doggy. Ha, guck mal, let's go, ein Doggy. Auf jeden Fall. Mal schauen, was wir noch bekommen. Vielleicht irgendwas Episches. So eine Katze. Ein Hund und eine Katze. Ob die sich so gut verstehen werden? Ach, naja, das weiß ich nicht. Aber Freunde, noch ein Doggy und Bonus haben wir bekommen. Okidoki, das läuft doch sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, Freunde, wir equippen natürlich hier alle. Zack. Und da, yo, haben wir auf jeden Fall eine neue Gang am Start. Und durch die, guckt euch mal links an, wie schnell unsere Klicks hochgehen. Durch die werden wir auf jeden Fall schon viel schneller Klicks machen. Was ist das hier? Wir können sogar, yo, draufspringen. Guckt euch das Ganze mal an. Wie heftig ist das denn? Wir können jetzt einfach hier. Let's go, yo, mit einem Doppelsprung. Einfach hier von Insel zu Insel springen. Okay, okay, Freunde. Wer wird das überhaupt schaffen? So, zack. Dann würde ich sagen, boah, Alter, schaffen wir es auf die Wolke. Hier, erstmal auf diese Wolke hier. Und jetzt ab. Nein, nein. Auf die Wolke haben wir es nicht geschafft. Okay, dafür fehlt uns auf jeden Fall noch einiges. Ich würde sagen, wir gehen zu dem Kollegen. Und yo, 400 Emeralds. Und dann können wir uns ein, oh, ein Haus hier kaufen. Wir haben gerade 0. Ja, na toll. Und dann gibt es hier sogar Rebirth. Ah, wir können uns hier rebirthen. Alles klar, dann würde ich sagen, was gibt es hier zu entdecken? Yo, hier gibt es Tränke zu kaufen. Hey, mit Robux. Nee, 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 Fräulein. Ich kaufe bei dir auf jeden Fall nichts. Das kannst du auf jeden Fall vergessen. Und hier sind auf jeden Fall alle Haustiere, die es gibt in diesem Clicker-Simulator. Und weiter geht es. Wir klicken unser Leben. Let's go. Und jetzt können wir sogar ein heftiges kaufen. Nämlich für 2500 Klicks können wir uns ein Haustier gönnen. Und yo. Ja, eine kleine Maus einfach haben wir bekommen. Let's go. Einfach eine Maus. Da würde ich sagen, wir equippen die, die Maus-Mode. Die gibt uns sogar 7. Boah, 7 Klicks einfach. Sehr, sehr krass. Und dann haben wir sogar nach rechts. Oh, Achievements hier. Zum Beispiel 150 mal drücken und sowas. Dann holen wir hier sowas von schnell alles ab. Und dann haben wir hier noch einen Shop. Jo, hier können wir uns so Haustiere kaufen und solche Game Passes. Und da können wir uns, jo, wir können einmal am Glücksrad drehen. Und was bekommen wir? 7200. Was Klicks bekommen wir? Klick, 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 klick. Guckt euch das Ganze an. Und damit werden wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier einige Sachen hier gönnen. Einige Haustiere. Und jo, einen seltenen Fuchs haben wir gezogen. Okay, okay, okay. Was bekommen wir als nächstes? Und jo, ein Bär haben wir auf jeden Fall bekommen. Und okay, ich würde sagen, komm, noch ein Haus, die öffnen hier vielleicht irgendwas Episches und... Ach, wieder ein Bär. Moin, moin, Mr. Bär. Naja, dann würde ich sagen, ach komm, wir öffnen noch eins, ey. Ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab Bock. Und noch ein Bär. Nein, 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 noch eins. Noch eins, noch eins, noch eins, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Bitte kein Bär, kein Bär, kein Bär. Und jo, okay, ein seltener. Ja, ein Polarbär. Ist zwar ein Bär, aber die sind besser als ein normaler Bär. Da würde ich sagen, Freunde, wir equippen mal die Besten. Jo, der Polarbär ist sogar der Allerbeste. Und jetzt haben wir schon ein richtig gutes Team hier dabei. Guckt euch das Ganze mal an. Jo, wie schnell hier unsere Klicks hier hochgehen. Und die können wir uns sogar Rebirth. Ah, ein Rebirth kostet 800 Klicks und wir können uns direkt 5 Rebirths gönnen. Wie heftig ist das denn? Und wir können uns wieder einen Rebirth gönnen. Jo, wir können uns die ganze Zeit rebirthen. Nochmal einen Rebirth gönnen. Junge, 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 das geht ja richtig ab, Alter. Und jetzt können wir uns direkt 5 Rebirths wieder auf einmal gönnen. Alter, wir gönnen uns ja so viele Rebirths. Wir klicken, klicken, klicken die ganze Zeit. Und zack, wieder 5 Rebirths. Und dadurch machen wir auf jeden Fall viel, viel mehr Punkte. Ihr seht es. Wir können uns einfach nochmal 10 Rebirths holen. Wieder ein Rebirth. Guckt euch das Ganze, Mann. Wir rebirthen uns die ganze Zeit permanent. Zack, zack, zack. Und dadurch bekommen wir immer Juwelen. Und mit den Juwelen können wir uns auf jeden Fall
jeden Fall hier gleich schon mal beim Rebirth-Shop oder so. Ah, was kaufen? Und hier können wir sogar den Doppelsprung erhöhen. Für 150.000 können wir auf jeden Fall zwei Doppelsprünge haben. Dann würde ich sagen, wir warten, wir klicken, 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 klicken die ganze Zeit und zack. Let's go. Jetzt haben wir schon zwei Doppelsprünge. Das läuft doch sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, komm, so müssen wir es doch auf jeden Fall schaffen. Ab geht es nach oben. Okidoki, da sind wir jetzt oben angekommen. Dann würde ich sagen, komm schon. Zack, zack und noch ein Doppelsprung. Jetzt hier ab nach oben. Oh ja, es läuft wie am Schnürchen. Dann hier ab nach oben. Jo, wo ist denn hier die nächste Insel? Da oben oder irgendwie sowas. Ich glaube, da ist so die erste richtige Insel, wo wir hier drauf können. So, kommt, kommt, kommt mit, meine Haustiere. Oh Gott, schaffen wir den Sprung, Freunde. Schaffen wir den Sprung. Komm schon und let's go. Oh mein Gott, okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. So, dann geht es hier, zack, so, hier ab nach oben. Es läuft sehr, sehr gut. Und oh mein Gott, schaffen wir den Sprung da nach oben. Das wird hier immer, immer und immer schwieriger, die Sprünge. Aber let's go. Oh mein Gott, wie weit oben sind wir? Und da oben ist die nächste Insel. Oh mein Gott. Das läuft doch hier schon mal sehr, sehr gut. So, zack, zack. Ab geht es jetzt hier drauf. Komm mit, meine Haustiere. Wir springen jetzt. Oh mein Gott, nach oben, Alter. Ich dachte, ich habe jetzt gefailt. So, dann hier, Junge. Zack, let's go. Junge, wie weit müssen wir denn noch nach oben? Habe ich hier schon eine Insel geskippt oder irgendwie sowas? So, zack. Jetzt hier geht es auch rum. Und oh mein Gott, da sind wir angekommen, Freunde. Die erste Insel, Sky Island, haben wir auf jeden Fall unlocked. Und hier können wir uns auf jeden Fall, oh ja, noch mehr Klicks abholen. 1,6 Millionen haben wir. Und hier gibt es irgendwie gar nichts zu entdecken. Naja, da würde ich sagen, wir können theoretisch noch weiter nach oben. Wir gehen aber erstmal wieder zurück, weil ich meine, wir haben so viele Klicks am Start. Und damit können wir hier uns hier einmal rebirthen zum Beispiel. Ah, wir hätten uns auch, ach Gott, wir hätten 10-mal rebirthen können. Das wäre viel, viel besser gewesen. Da würde ich sagen, egal, wir rebirthen uns jetzt nochmal 10-mal. Und wir warten die ganze Zeit und komm schon. Und nochmal 10-mal rebirthen. 980 Juwelen haben wir auf jeden Fall am Start. Und damit können wir jetzt auf jeden Fall hier den Earth Elemental Dog kaufen. Zack, ist das ein Haustier oder irgendwie sowas? Haben wir das jetzt bei den Haustieren am Start? Jo, da ist es und das gibt uns 50. Junge, das ist ja viel, viel besser. Okay, let's go. Und da können wir uns hier 50 Rebirth-Button kaufen für 500 Juwelen. Das bedeutet, wir können uns direkt 50 mal rebirthen mit einem. Also ich würde sagen, und dann benutzen wir das Ganze für 1 Million Klicks. Zack, haben wir uns jetzt 50 mal gerebirthed. Das geht auch hier sehr, sehr ab. Und damit können wir uns jetzt mit 1,5 Millionen mal hier das nächste Haustier kaufen oder dieses nächste Pet. Und oh, Epil Sun Pegasus. Holy, der sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. 60 gibt der. Junge, okay, okay, dann würde ich sagen, wir equippen den auf jeden Fall und öffnen hier sofort hier, zack, hier den nächsten. Let's go. Und jo, eine Sonnenkatze. Okay, ja, der ist eigentlich auch ganz in Ordnung. So, wir equippen auf jeden Fall jetzt hier alle Besten, die wir haben. Okidoki, jetzt haben wir ein neues Team am Start. Und dann können wir uns hier, oh, was? 12 Millionen? Kostet das nächste. Jo, ich bekomme hier die ganze Zeit noch Belohnung. Komm, wir holen noch hier, zack, Belohnung ab. Zack, zack, zack. Und da haben wir schon 7 Millionen am Start. Und da haben wir sie, Freunde. 12 Millionen. Und jetzt, boah, haben wir schon einen dreifachen Sprung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und hier irgendwo sollten wir noch das Portal aktiviert haben. Hier, genau, das erste Portal haben wir auf jeden Fall freigeschaltet. Und dann würde ich sagen, Freunde, von hier, guck mal, wir können einfach hier so klicken, können wir auf jeden Fall hier noch weiter nach oben springen. Let's go, Bonus. Okay, dann würde ich sagen, komm schon, dann springen wir hier so, wow, 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 ab auf die Wolke drauf. Okay, okay, Freunde, wir dürfen aber jetzt bloß nicht runterfallen. Das ist ja ganz gar nicht gut. Aber, guck mal, das ist ja easy peasy. Wir springen hier die ganze Zeit von Insel zu Insel. Und dann können wir uns auf jeden Fall gleich hier in die nächste Insel hier freischalten. Und jo, mein Haustier wurde sogar gelevelt, sehe ich gerade im Chat. Die leveln sich die ganze Zeit weiter. Und euch bekomme ich wahrscheinlich noch mehr Punkte. So, 1, 2 und jo, habe ich schon dreimal meinen Double Jump benutzt? Alles klar, ich glaube, ich kann auch nicht so gut zählen. Und zack, ab geht es jetzt hier auf die Wolke. Dann geht es hier, oh ja, ab hier nach drüben. Da oben ist noch eine Wolke. Und, ah nee, wow, wow, wow. Junge, manchmal ist das echt sowas von knapp. Und nein, 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 nein. Okay, okay, Junge, ich darf jetzt nicht hier ganz runterfallen. Das wäre ganz und gar nicht gut. So, ab hier. Und währenddessen natürlich immer schön rebirthen. So, 50 Rebirths haben wir uns geholt. Junge, wie schnell das Ganze. Wir können eigentlich die ganze Zeit warten und wir können uns nochmal hier 10 Rebirths abholen. Zack, nochmal 10 Rebirths. Let's go, Freunde. Wir spammen einfach hier die ganze Zeit und so geht das Ganze richtig ab und sammeln Juwelen. Und Freunde, da sind wir angekommen bei der nächsten Insel, nämlich beim Schneebiom Iceland. Oh ja. Und hier können wir uns hier die nächsten Sachen hier schon gönnen. Ihr seht es. Jo, mit 2500 Juwelen, wie viel haben wir? Jo, 5000. Können wir uns 250 Rebirth-Knöpfe auf jeden Fall kaufen. Und wir können uns hier sogar die nächsten Haustiere kaufen für 27.000. Wir holen jetzt erstmal den hier für 1200 und dann sparen wir auf den für 27.000. Ich meine, wir können uns jetzt einfach hier 250 mal rebirthen mit 33 Millionen Klicks und das Ganze. Ey, yo, ich wollte mich gerade rebirthen, ey, Kollege. Und das machen wir jetzt. Boom! Und dann holen wir uns die ganzen Rewards ab und alles mögliche, die ganzen Belohnungen. Die snacken wir uns jetzt auf jeden Fall auch hier. Und jo, gibt es, oh, die nächste Eier. 25 Millionen Klicks kostet auf jeden Fall hier das nächste Haustier, was wir uns hier gönnen können. Dann würde ich sagen, komm, wir öffnen mal so ein Pet. Was bekommen wir jetzt? Und jo, einen frostigen Wolf. Alles klar. Und noch ein Haustier öffnen. Komm schon, irgendwas Episches. Nein, ein, was ist das?
ist ein Elch oder irgendwie sowas. Komm schon, Freund, irgendwas Gutes. Irgendwie ein richtiges episches Haustier auf Ansage. Ach, nicht du schon wieder, ey. Dich hatte ich doch. Dich hatte ich doch gerade eben schon gehabt. Okay, okay, komm schon. 17 Millionen, wir klicken die ganze Zeit. Boah, das geht ja so viel schneller. Und jetzt, Freunde, letztes Haustier. Komm schon. Gönn, 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 gönn. Irgendwas Gutes. Oh, Pinguin. Ich wusste es. Mein Glück ist immer auf meiner Seite. Jo, wie viele Haustiere haben wir schon, Alter? Ich kann ja bald eine Tierladen öffnen. Und 176 gibt der Pinguins jetzt. Holy moly. Das ist jetzt auf jeden Fall hier mein neues Team. Yeah, yeah, yeah. Die coole Gang ist auf jeden Fall am Start. Und dann müssen wir uns eigentlich mal hier so langsam mit dem nächsten Double Jump. Was? 1,2 Billionen? Das wird auf jeden Fall dauern. In der Zeit müssen wir uns auf jeden Fall jetzt hier so die ganze Zeit rebirthen und so weiter. Zack, zack, zack. So geht das Ganze schon mal sehr, sehr schnell. Aber ich würde sagen, ich denke, wir schaffen es mit 3 Doppelsprüngen auf die nächste Insel. Wir können das Ganze auf jeden Fall, oh Gott, probieren. Ja, das hat hier super geklappt. 1, 2 und alle hopp. So, jetzt hat das Ganze auf jeden Fall geklappt. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt auf jeden Fall, oh, komm. Nee, nee, nee. Okay, Freunde, ich glaube, wir müssen auf den nächsten Doppelsprung sparen. Jo, und dann haben wir noch so ein, oh, ein Frostier bekommen. Let's go. Das können wir auch mal equippen, oder? Ist es gut? Ja, jo, das ist sogar besser hier einfach. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall noch besser raus hier. Und wir klicken, 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 klicken. Die ganze Zeit. Und da haben wir es geschafft. 1,2 Milliarden. Und jetzt haben wir schon 4 Doppelsprünge. Das sollte das Ganze auf jeden Fall viel, viel erleichtern. So, in der Zeit müssen wir uns natürlich hier die ganze Zeit Rebirths und sowas kaufen, dass wir natürlich noch schneller klicken können. Und ich würde sagen, ab geht es jetzt hier nach oben. Let's go, Freunde. Zack, zack, zack. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier sofort die nächste Insel erkunden. Ey, Alter, ich bin fast runtergefallen. Ha, deswegen so. Und natürlich hier die ganze Zeit so. Wir gönnen uns den nächsten Rebirth. Und damit das Ganze natürlich hier schnell läuft. Und jetzt würde ich sagen, ab geht es hier nach oben, Freunde. Wir klicken natürlich hier die ganze Zeit weiter. Aber springen hier nach oben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Weil ich glaube, das ist jetzt hier die zweite Stadt, wo wir sind. Diese Winterstadt oder so. Aber es gibt auf jeden Fall noch viel, viel mehr zu erkunden. Da bin ich auf jeden Fall mal mega gespannt. So, was da oben? Ah, ich glaube, das ist nur ein Baum. Und, wow, okay. Okay, das war knapp, Freunde. Alter, wenn wir jetzt einmal hier runterfallen, dann müssen wir wirklich alles von vorne machen. Wow. Und deswegen, Freunde, Konzentration. 3, 2, 1 und der letzte Sprung. Okay, okay, okay. Da haben wir es auch geschafft. Da oben, Freunde. Seht ihr sie? Da ist die nächste Stadt. Ich habe sie schon gesehen. Zack und let's go. Ja, ja, ja. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir schlagen uns hier wie ein Profi, muss ich sagen. Und dann sind wir gleich da oben angekommen. So, wir gönnen uns noch einen Rebirth. Zack, für 95 Millionen Klicks. Oh, 3, 2, oh, 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 und let's... Nein, nein, nein! Was? Ich habe wegen dem Nebel nichts gesehen. Nein! Jetzt haben wir es aber geschafft und boom! Da sind wir angekommen. Ha, in der Lava-Insel. Und was? 2 Milliarden. Okay, kostet hier auf jeden Fall das nächste Ei. Und hier gibt es einen weiteren Rebirth-Shop. Für 25.000. Das gönnen wir uns doch. Oh, wir können es doch nicht gönnen. Alles klar. Aber wir gönnen es auf jeden Fall gleich, nachdem wir uns hier jetzt die ganze Zeit mal rebirthen. Ja, zack, let's go. Können wir uns auf jeden Fall jetzt hier, oh, schon den nächsten Rebirth, das nächste Rebirth-Level kaufen. Oder wir gönnen uns erstmal dieses Frosthaus hier für 27.000 Juwelen. Ich glaube, das könnte schon viel, viel krasser sein. Wir equippen mal hier die ganzen besten. Okay, das ist schon ein bisschen krass. 532. Der ist ja über OP. Okay, okay, Freunde, würde ich sagen. Let's go. Das läuft am Schnürchen. Denn wie viel kostet der nächste Doppelsprung? 5 Milliarden. Alles klar, auf den müssen wir jetzt auf jeden Fall sparen. Dafür müssen wir jetzt auf jeden Fall noch einiges an Rebirths hier farmen. Bevor es hier weitergeht, können wir uns auf jeden Fall mal hier für 25.000 Juwelen hier den 1000 Rebirth-Knopf holen. Und dann würde ich sagen, komm, gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall hier, zack, den nächsten Doppelsprung auf jeden Fall für 5 Milliarden, dass wir auf jeden Fall in die nächste Stadt können. Katsching, let's go. Da haben wir auf jeden Fall dick abgecashed und dann würde ich sagen, Freunde, ey, yo, ich wollte mich gerade rebirthen. Wir können uns 1000 Mal rebirthen mit 1,5 Milliarden Klicks. Let's go. Und jetzt geht's auf jeden Fall ab und ich würde sagen, Freunde, wo ist hier die nächste Plattform? Da, weiter geht es von der Lava-Insel und jetzt haben wir schon 5 Double Jumps haben wir und so sollten wir es auf jeden Fall schaffen auf die nächste Plattform. So, bis jetzt ist es sehr easy peasy, aber es wird immer schwieriger. Ich meine, gerade eben habt ihr schon, ja schon gesehen, ey, wenn man einmal runterfällt, dann... Okay, nochmal gerettet. Da muss man alles von vorne machen, ey. Genau gerade. Oh mein Gott, als ich das sage, warte mal, was ist das hier? Und, hä, was? Jo, habt ihr das gesehen? Die lösen sich einfach auf die Wolken. Wie heftig ist das denn? Oh mein Gott, das bedeutet, wir müssen uns jetzt doppelt so beeilen. Das wird wirklich immer und immer schwieriger. Also wir gehen jetzt mal hier so zack auf die Wolke drauf. Aber Freunde, schnell, oh mein Gott, weg. Weil die explodieren einfach jetzt hier, die Wolken, auf der Lava-Insel. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Und mal schauen, welche Insel. Boah, die ist da ganz weit oben. Welche Insel? Und uns auf jeden Fall als nächstes hier, oh, oh,
anlächeln wird. Ich bin echt mal total gespannt, ey, wie weit es wir... Nein! Wie weit es wir schaffen. Alter, ich glaube, es ist gar nicht möglich, glaube ich, mit so viel Doppelsprung. Ich glaube, wir müssen uns noch einen Doppelsprung kaufen, um so weit zu kommen überhaupt. Dann machen wir das Ganze. Sechsfacher Sprung einfach. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, ich kann schon zählen, Freunde. Aha, let's go. Und mit 6 Sprüngen ist auf jeden Fall jetzt schon viel, viel einfacher, hier weg von der Lava-Insel zu kommen und zur... Oh, es explodiert. Und zur nächsten Insel zu springen. Ich glaube, diesmal geht auch der Sprung. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal weitergekommen, als wir am Anfang gekommen sind. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt auf diese explosive Wolke und... Wow, schnell weg hier. Alter, wohin müssen wir springen? Wir müssen eigentlich schon vorher gucken, wohin wir... ich bin in Essen, wo wir hinspringen müssen. So, ich würde sagen, zack, zack, jetzt hier auf die rote Wolke und weiter geht es. Oh, nach oben. Was? Alter, die ist einfach unter mir explodiert. Ich konnte einfach gar nicht mehr springen. Nur das ist übelst, übelst schwierig, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, was dann auf jeden Fall die nächste Stadt sein wird. Die muss ja dann übelst krass sein. Ich meine, bei so einem heftigen, langen... Oh, Parcours. Okay, okay, alles gut. Ha, muss es auf jeden Fall sehr, sehr heftig sein. Dann würde ich sagen, okay, als nächster über uns ist so eine rote Wolke. Dann hier nach oben. Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und dann, Freunde, die letzten Sprünge. Und da haben wir die nächste Insel freigeschaltet. Yo, und das ist die Insel. Insel, ja, halt so eine Insel, Freunde. Eine Pirateninsel ist das Ganze. Und was haben wir jetzt hier, Freunde? Wir können uns jetzt hier erstmal für 150.000 Juwelen... Warte mal, wir müssen die mal rebirthen, können wir uns. Zack, jetzt für 150.000 Juwelen können wir uns auf jeden Fall das Lava-Ei holen, was wir auf jeden Fall schon unten freigeschaltet haben. Und dann können wir uns mit, was, mit 100.000, 500.000 Juwelen sogar weitere Rebirth-Stufen auf jeden Fall freischalten. Das ist sehr, sehr krass. Da würde ich sagen, wir gehen mal in unsere Haustiere und 1.860. Alles klar. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Willkommen im Club, mein guter Sportskamerad. Okay, wie viel kostet der nächste Doppelsprung? 250 Milliarden. Alles klar. Vielleicht werden wir es aber auch so schaffen, die nächste Insel zu besuchen. Und hier kostet schon ein Haustier, was, 65 Milliarden. Okay, da würde ich sagen, komm, Freunde, wir sparen mal auf die 65 Milliarden. Und damit kaufen wir uns auf jeden Fall ein Haustier. Bitte, Freunde, irgendwas Krasses aus dieser Schatzinsel. Und was Seltenes. Okay, selten schon mal besser als gewöhnlich. Ein Löwe, alles klar, Freunde. Wie viel gibt der uns? Und 876. Okay, da würde ich sagen, Freunde, der ist doch schon mal besser. Zack, den packen wir jetzt auf jeden Fall ein. Und wir probieren mal trotzdem, obwohl wir jetzt nicht hier weitere Doppelsprünge gekauft haben, auf jeden Fall jetzt hier von der nächsten Insel zur nächsten Pirateninsel zu springen. Und vielleicht werden wir es ja auch so in die nächste Stadt schaffen. Warte mal, explodieren wieder die Wolke? Und wow! Okay, okay, die explodieren wieder. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Jo, 50 Milliarden. Alter, wir haben einfach 50 Milliarden Klicks nochmal bekommen. So, und natürlich immer schön weiter klicken, Freunde. Nicht vergessen. Oh Gott, ich glaube, boah, nee, 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 das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich auf den nächsten Doppelsprung sparen. Oder, let's go. Okay, okay, wir haben es doch geschafft. Alles gut, okay, ich schaffe das schon irgendwie. Irgendwie schaffen wir das schon, Freunde. Auch wenn das jetzt übelst die harte Challenge wird. Aber wir sind auf jeden Fall ein gutes Team. Jo, ich dachte, die Sonne wäre gerade so eine Wolke oder so. Alter, wenn wir nach oben gucken, man sieht ja gar nichts, Junge. Wie soll man jetzt sein? Nee, ich glaube, wir schaffen sich 4, 3, 2... Also, nein. Oh Gott, ey, okay, wir sparen einfach mal. Erstmal holen wir uns hier noch, boom, 5000 Rebirth-Punkte mit 1000 Juwelen. Und dann können wir uns auf jeden Fall jetzt hier den nächsten Doppelsprung freischalten für 250 Milliarden. Und dann würde ich sagen, bis in Unendlichkeit und noch viel weiter. Los geht es, wir springen jetzt von Palme zu Palme. Aua, Alter, voll gegen die Palme gerannt. Und dann springen wir jetzt auf jeden Fall hier ab nach oben. Und mit den 7 Doppelsprüngen sollte das Ganze doch auf jeden Fall möglich sein. Und jetzt schnell weiterspringen. Oh mein Gott, ey, das ist richtig fies, ey, diese Wolken, die immer so... Oh, explodieren. Und natürlich immer rebirthen. Nicht vergessen, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, okay, okay. Wo sollen wir als nächstes hin? Alter, nach ganz oben. Junge, schaffen wir das? 5, 4, 3, 2, 1 und... Oh Gott. Alles klar, Freunde. Aber wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Doppelsprung kaufen. Ich habe das Ganze schon mal probiert. Aber es klappt nicht. Für 3,9 einfach Milliarden. Müssen wir uns den achtfachen Sprung kaufen. Anders schaffen wir es nicht in die andere Welt. Und ihr seht es, wir haben mittlerweile 1 Million Emeralds. Und damit können wir uns den Emerald Pegasus Haustier. Junge, und der muss jetzt übelst krass sein, Freunde. Und 6800 Klicks pro Sekunde. Wir equippen den sofort. Holy Macaroni. Schaut euch den ganzen Mann. Der geht auf jeden Fall übelst krass ab. Und komm, dann gönnen wir uns noch hier so ein paar Eier. Ich will auf jeden Fall noch ein paar krasse Schatzeier bekommen. Yo, Desert Eagle einfach. Yo, so ein Adler oder irgendwie sowas. Was guckst du mich so böse an? Also ein Wüstenadler, da haben wir... Oh, der sieht niedlich aus. Moin, moin. So ein Bär oder irgendwie sowas war das. Und dann haben wir... Yo, Alter, was hat der für eine Karottennase? Ein Phoenix oder irgendwie sowas. Okay, komm, noch irgendwas krasses. Und yo, noch ein Phoenix, noch eine Karottennase, komm, irgendwas episches, Freunde. Gönn, 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 irgendwas episches. Und noch, nee, nee, nicht du schon wieder. Du siehst aus wie Willy Pooh oder irgendwie sowas. Ich will jetzt auf jeden Fall noch irgendwas krasses bekommen. Oh, ein Löwen.
Dual Emerald Shock Drake. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den kriege, ist 1,2%. Ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht. Junge, wie heftig ist das denn? Wie heftig ist der? Und was? 6230, fast so gut wie dieser Emerald für Pegasus, für 1 Million Juwelen. Oh mein Gott, Junge. Holy, ist der heftig. Guckt euch das Ganze mal an. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, gönnen wir uns auf jeden Fall noch hier so ein paar Rebirths. Ein Rebirth nach dem nächsten. Let's go. Und ich glaube, damit sollten wir es auf jeden Fall jetzt easy peasy schaffen, hier in die nächste Welt zu kommen. Gleich haben wir es geschafft. Nicht mehr lang. Und yo, Alter. Warte mal, wieso ist es so dunkel geworden? Sind wir etwa im Weltraum angekommen? Yo, was ist denn das? Wir sind jetzt hier, boah, im Weltraum. Wie heftig sieht das denn aus? Was? Junge, 3,75 Milliarden für ein Haustier. Was geht denn da? Guckt euch das Ganze mal, wie weit wir jetzt hier mittlerweile schon sind, hier im Clicker Simulator. Und wir können uns sogar hier, guckt euch das Ganze mal an, für 12 Millionen Juwelen können wir uns hier den Nebula Striker Dragon kaufen. Und natürlich hier als nächstes den Rebirth. Erstmal für 500.000 und dann für 2,5 Millionen. Und wir haben schon 500.000, würde ich sagen. Gönnen wir uns den Rebirth. Und jetzt können wir uns direkt mit einmal 25.000 Rebirth-Punkte gönnen. Alles klar, dann würde ich sagen, holen wir uns mal zunächst den neunfachen Doppelsprung. Oh yeah, mit dem neunfachen Doppelsprung können wir, ja, neunmal springen. Oh ja, ich glaube, dann kommen wir auf jeden Fall auch in die nächste Insel. Und dann können wir uns auf jeden Fall mal hier so kommen. Wir gönnen uns mal so ein Space Eye oder sowas. Gönnen wir was Gutes und oh, direkt was Episches. Dark Soul Golem. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Okay, die gucken wir uns gleich an. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns auf jeden Fall jetzt noch ein. Komm schon, vielleicht wieder was Episches. Und okay, Midnight Kitty. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, was wir dafür Haustiere bekommen haben. Und der gibt uns was? 6.000. Sehr, sehr krass. Dann würde ich sagen, equipen wir den Ganzen. Let's go. Da haben wir auf jeden Fall jetzt richtig krass Haustiere. Und dann können wir eigentlich mal hier zu den Rebirth-Button gehen. Und jetzt können wir so 125.000er Rebirth machen. Hier, ihr seht es, 125.000. Das wäre wirklich sehr, sehr krass. Ich würde sagen, wir klicken natürlich hier fleißig weiter. Und dann springen wir hier. Weiter geht es hier von der Weltraumstation ab zur nächsten Insel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Inseln wir überhaupt noch vor uns haben. Und yo, hier ist eine Rakete einfach. Guckt euch das Ganze mal. Roger Bananen. Yo. Oh Gott, okay, okay, warte. Erstmal müssen wir auf der Rakete drauf landen. So, nächster Halt, die Erde. Let's go, da ist die Erde, Freunde. Und dann fliegen wir hier, zack, Junge, von Planet zum nächsten Planet. Wie heftig ist das denn? Wir können jetzt einfach zwischen verschiedenen Planeten hier einfach rumspringen. So, dann springen wir hier ab nach oben. Und jetzt sind die Wolken mittlerweile blau, hier ganz oben im Weltraum einfach. Wie heftig ist das denn? So, wohin müssen wir springen? Da, auf die Erde. Let's go. Dann springen wir hier auf die Erde drauf. Und ich würde mal gerne kurz nach oben gucken. Aber, Freunde, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit, um nach oben zu gucken, weil, okay, okay, wir haben doch Zeit. Und da oben ist die nächste Insel. Alles klar, da habe ich auf jeden Fall schon mal mega Bock drauf. Ey, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da so für Haustiere geben wird. Und wir haben mittlerweile, warte mal, können wir uns, jo, wir können uns den 125.000er Rebirth kaufen. Und jetzt geht es auf jeden Fall richtig krass nach vorne hier im Clicker Simulator. Wir werden wirklich immer und immer heftiger. So, jetzt hier bloß, wow, 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 bloß hier nicht runterfallen. Die letzten Sprünge kommen schon und, oh mein Gott, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen. Yo, wo sind wir denn hier angekommen? Rebirth Shop. Nächste Island ist der Forest Island. Alles klar. Und Freunde, ich muss euch sagen, ich habe schon den zehnfachen Doppelsprung in der Zeit gekauft, weil einen Sprung konnte man auf jeden Fall nicht schaffen. Der war irgendwie nicht möglich, um hier anzukommen. Deswegen habe ich mir schon den nächsten gekauft. Und jetzt können wir uns hier für, was? 12 Millionen, Junge, Junge, 500.000 Rebirths holen. Und jetzt können wir uns für 60 Millionen den Mutanten Leaf Guardian holen. Aber erstmal, Freunde, müssen wir erstmal hier den anderen holen. Nämlich für 12 Millionen Diamanten können wir uns nämlich hier das Haus hier kaufen. Nebula Striker Dragon. Den werden wir uns auf jeden Fall gönnen. Darauf werden wir jetzt auf jeden Fall sparen. Und hier kosten die Haustiere, ach so, 100 Milliarden Euro nur. Ach so, ja. Wenn sonst nichts ist. Ey, Junge, es wird wirklich immer und immer teurer. Und vor allem, wie weit sind wir jetzt einfach hier im Clicker Simulator? Das ist wirklich sehr, sehr krass. Komm, ich würde sagen, wir gönnen uns noch Rebirth und sparen jetzt noch hier auf die 12 Millionen Juwelen. Und da haben wir sie erreicht. Und jetzt gönnen wir uns den Nebula Striker Dragon. Boah, der sieht episch aus. So ein lilaner Drache oder sowas. Aber hat ja auch was drauf. Wir testen das Ganze aus. Und, oh, okay, er hat was draus. Testbestand. 21.000 Klicks pro Sekunde. Wir equippen ihn. Damit ist er auf jeden Fall jetzt, oh, so, jetzt mit Abstand das beste Haustier, was wir haben. Das ist wirklich hier sehr, sehr heftig. Und komm, dann gönnen wir uns mal hier so eins. Ach so, die kosten ja 100 Milliarden, nicht 10 Milliarden. Komm, dann gönnen wir uns für 12 Millionen noch hier den 500.000er Rebirth-Knopf. Und dann können wir uns, wir können uns sogar noch ein Nebula Striker Dragon holen für 12 Millionen. Let's go. Ich meine, diesen
sowas von krass. Wie, was ist besser als ein Ebola Striker Dragon? Natürlich zwei von ihnen. Let's go. Und jetzt macht mir schon so viele Klicks pro Sekunde. Aber um zur nächsten Insel zu kommen, müssen wir auf jeden Fall einen besseren Sprung freischalten. Und der kostet, yo, 10 QA. Was ist denn QA? Wir haben ja okay 300 Milliarden und danach kommt als nächstes QA anscheinend. Quadrillion oder keine Ahnung was, ey. Okay, dann würde ich sagen, boah, okay, wenn wir 423 Milliarden haben, können wir diesen 500.000er Rebirth-Knopf benutzen. Davor gönnen wir uns aber mal solche Baumeier erstmal. Mal schauen, was wir bekommen. Yo, wie sieht der denn aus, okay? Der hat jetzt 100 Milliarden gekostet. Und okay, komm, noch einen würde ich sagen, öffnen wir. Und nein, Shroomcatcher haben wir bekommen. Einen ganz gewöhnlichen. Okay, Freunde, ich will irgendwo einen heftigen, bitte. Irgendwas Episches, so ein... Och, selten. Ach, den hatten wir doch schon mal gehabt. Naja, ich schau mal, wie die Haustiere überhaupt so drauf sind hier. 16.000, alles klar. Ja, trotzdem ein bisschen besser als die anderen. So, das bedeutet, du bist jetzt auf jeden Fall hier neu in meinem Team. Und dann können wir uns auf jeden Fall gleich so, wir klicken, klick, 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 klick. Ha, wir klicken hier auf jeden Fall alles hier voll. Und dann können wir uns hier den 500.000er Rebirth holen. Den heftigsten Rebirth, den wir bis jetzt freigeschaltet haben. Und da haben wir ihn und boom, Junge, 500.000er Rebirth mit einem Knopf. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es dann erstmal gewesen sein mit dem heutigen Clicker Simulator hier in Roblox. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit gekommen. Ich bin angefangen mit nur einem einzigen Klick. Und jetzt, Freunde, ihr seht, wir machen pro Sekunde 3 Milliarden Klicks einfach. Und es geht so, so schnell herum. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Wenn ihr Bock auf jeden Fall auf den zweiten Teil habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber jetzt würde ich sagen, Freunde, wir klicken uns jetzt nach unten. Let's go. Ho, ho, ho. Schaut euch das Ganze mal, wie weit wir schon nach oben gekommen sind. Wow, ab geht es. Warte, einen Moment. Weiter geht es. Freunde, geht es ab nach unten. Und das soll es dann gewesen sein hier mit dem Cookie Simulator. Mit dem Clicker Simulator. Was für Cookie Simulator? Und wie weit geht es denn nach unten? Guckt euch das Ganze mal an. Junge, es hört einfach nicht auf. Wir springen jetzt hier ganz, ganz weit runter. So, an der Insel noch vorbei. Dann gab es hier diese Frostinsel. Und dann gab es hier ganz unten, Freunde, die Starterinsel hier. Let's go. Und so viele Portale haben wir jetzt auf jeden Fall freigeschaltet. Alle Portale unten. Und hier oben haben wir auch das erste freigeschaltet. Und wir sind jetzt wirklich der beste Klicker der ganzen Welt. Haha. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist heute Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santix Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.